Falke meldet sich zu einer neuen Episode von Skyrim. Und ja, ich fange genauso wie damals immer an mit der Löwe meldet sich zu einer neuen Episode von Skyrim, nur dass es hier mit dem Falken ist. Damals war mein Lieblingstier Löwe und Falke und Raben, jetzt sind es nur noch Falken und Raben und, ne? Ne, Falken sind cool. Also, keine Ahnung, ich wurde ja damals öfters als Löwen auch bezeichnet, deshalb hatte ich das auch unter anderem. Viele haben mich auch damals gefragt, wie ich auf den Namen kam. Und wahrscheinlich wird das später mal hier mit den Falken sein. So eine genaue, konkrete Antwort, außer zu sagen, dass ich die Tiere cool finde, habe ich wohl keine gute Antwort parat. Sondern wir schwingen halt ziemlich schnell, weil wir auf der linken Hand, die linke Hand beeinflusst das Tempo beim Schwingen beider Waffen, weil wenn man zum Beispiel links einen Dolch hat, das ist schneller, dann kommt als zweitschnellstes ein Einhänder, also ein Schwert. Ein Einhänder-Schwert. Habt ihr wohl nicht gerechnet? Und danach halt eben, ich glaube, Kriegsäxte, ne? Und diese Kolben, Streitkolben. Ich springe auch bis in den Tod hinunter, um ein bisschen Gold zu klabauken. Ja, keine Ahnung. Hey, die ist ja gar nicht mal so wertlos. Die nehme ich mal mit. Dürfte mir bestimmt 20 Gold dann geben, auch wenn es einen Wert von 50 hat. Ja, diese Dodging Skills. Bra. Okay. Ich bin gerade richtig gut im Treffen. Bleib doch einfach mal stehen. Lass dich einfach mal treffen. Gib einfach auf. Schon als du mich erblickt hast, diese tödliche Aura gespürt hast am eigenen Leibe, wusstest du, dass eigentlich deine Zukunft schon besiegelt ist, dass ich dich jetzt einfach auseinanderfisten werde. So, da hinten ist irgendwie so ein, ne, Lager für Gehirnamputierte, also für Riesen. Und rein ins Ödsturz-Ziegelgrab. Dem ersten wirklichen Dungeon, den man im Spiel antrifft, sobald man jetzt nicht irgendwas Optionales macht. Wow, hier ist es unfassbar hell drin, so hatte ich das nicht in Erinnerung, vor allem weil ich diese Contrast-Mod drin habe, aber dennoch ist das irgendwie ziemlich hell hier drin. Soll mich nicht großartig stören vorerst mal. Wow, ein Stahlschwert gibt es jetzt hier schon, geil, Mann. Yes, yes. Weg damit. Favo und... Favo. Okay, wir machen mal eine andere Methode. Eine andere, genau. Ich habe zwei Eisenpfeile, ob das gut enden wird. Crit! Niemanden erwischt? Fuck. Fuck it. Okay. Du hast niemanden gesehen. Erstmal dich aus dem Weg räumen. Bist ein bisschen härter im Nehmen. Bisschen besser gepanzert scheinbar. Boah, ich mag dieses Geräusch. Irgendwie so befriedigend bei diesem Level up. Ich spritze mir gleich ins Hemd. Ja genau, dich habe ich gecrittet. Ich war ein bisschen verwundert, dass der zweite Pfeil irgendwie irgendwo nicht getroffen hat. Deswegen nehme ich mir jetzt ein paar Pfeile mehr mit. Und da haben wir eine Schnieketruhe. Ich penne mal eine Stunde. Denn da füllt man alles wieder auf. Ist übelst nice. Mit Ausruhen auch. Oh nee, jetzt fängt es mit dem Schlösserknacken schon an. Das könnte noch gefühlte 10 Versuche brauchen. Einen in der zweiten Truhe hier. Jetzt ist es doch... Da war es doch, aber ich konnte es gar nicht mal mehr bewegen. Hier muss das doch irgendwo sein. Es ist doch so lächerlich, Mann. Ich kann diesen Mist einfach nicht. Komm schon. Okay, dann ist das hier. Ja, endlich. Da sind wenigstens gute Sachen mit am Start. Also mich wundert es echt, warum es so unfassbar hell ist, Mann. Ich habe ja auch echt diverse Mods drin. Da bleibt mir halt echt nichts anderes über. Als damit leben zu müssen irgendwie. Weil ich habe auch die Helligkeit im Spiel selber ziemlich niedrig. Beide sind leer. Das ist ja echt deprimierend, Mann. Ich schlitz mir gleich die Kehle auf, nicht nur die Arme, Mann.
Das geht mir einfach zu weit. Ich bin so ein armes Schwein. Na gut. Nee, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint. Na, das ist ja klar, dass es in Skyrim so läuft. Hui. Hui. Und da haben wir einen Healing Drink. Ein Drink. Ich weiß nicht, ob er, es gibt irgendwo, ich weiß nicht, von was das ist. Das habe ich irgendwann als Kind geschaut. Ich habe die Szene übelst gefeiert, deswegen finde ich Skelette übelst funny. Die reden können zugleich. Den soll man echt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also nicht gleich reinstürmen, weil der ein bisschen gefährlich ist. Finde Skelette geil, weil... Was war das? Da gab es irgendwo einen, der war am Trinken. Der hat eine leere Flasche getrunken. Der war übelst am Profitieren. So. Hat sich übelst gefreut. Hatte rote Bäckchen, weil er sich gefreut hat. Das war irgendein Cartoon, ich weiß nicht mal genau was. Irgend so eine Zeichentrickserie im Film damals. Und er hat sich übelst gefreut, dass er sein Alk bekommen hat. Und dann war die Flasche leer. Das fand ich irgendwie voll imposant früher immer. Das war so meine Lieblingsszene mit aus Cartoons. Gemeinsam mit so ein paar Szenen aus Scooby-Doo und der pinke Panther. Das waren so meine... Nee, der rosa-rote Panther, ne? Hieß es. Scheiße. Ja, genau. Das waren so... Geniale. Oh Mann, ich trenne mich doch nicht von meinem Besen. Wo sind wir denn? Aber das kann ich gerne ablegen. Und alternativ den Scheiß. Der hat zu guten Wert. Okay. Und der Mr. Bean Cartoon, der war auch richtig genial, finde ich. Ja genau. Zweimal Schlange. Und Wal habe ich eben gesehen. Was? Ah, hier haben wir auch noch was. Ich wollte jetzt echt schon durchrennen. Zum Glück entgeht mir nichts mit meinem scharfen Falkenauge. Ich habe die Augen eines Falken, Jungs. Deswegen bin ich der Falke. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das bessere Auge hat. Ein Adler oder ein Falke? Weil ein Adler ist ja auf der Distanz. Und ein Falke ist so... Ja, so ein bisschen wie ein Röntgenblick, der kann besser wahrnehmen. Kleinigkeiten. Hey! Du Skiffer-Kiffer-Drattenkopf da. Da haben welche in der Klasse, die reden genauso. Der Dieb. Für den Diebstahl, vielen Dank. Jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Vielen Dank. Ich wäre so impressed, wenn ich jetzt schon zwei Level aufsteigen könnte. Deswegen warte ich lieber ein bisschen. Ui, hebt mal nicht so ab, Mann. So wie bei German Wings. Sonst stürzt du wieder schnell zusammen. Oh, ein Gift der Lähmung. Was ist denn hier für eine Rotz am Rumhängen? Überall Giz. Was ist... Okay. Okay. Es geht weiter. Ja, ja, du wirst gleich abgestochen, Freund. Ah, oh, vor dieser Spinne so ein Zwischen-Mini-Boss. Es gibt hier keine richtigen Bosse in Skyrim. Muss man auch Vorsicht walten lassen. An den Tag legen, weil... der gefährlich werden kann. Er hat 100... 210! Helf, nee, das wollte ich gar nicht anzoomen. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher gespeichert habe, sonst bin ich jetzt schon am Arsch. Ja, okay. Ich bin am Arsch. Mann, ich wollte gerade... Gib mir einen Schlag, komm. Okay. Gut, weil jetzt kann ich... Hab wieder alles voll. Jetzt kann ich übelst zerstören. Ich hoffe, du hast... Ja, okay. Wie immer nur Scheiße. Der hat auch nichts am Start. Ihr, hier drüben. Natürlich erschlagen, ey. Was denn sonst? Was erwartest du? Ich nehme die goldene Klaue auf jeden Fall mit, weil das unsere Quest... Item ist. Du hättest nur ein Eisenschwert gehabt. Juckt mich ausnahmsweise mal nicht, auch wenn ich auf Profit aus bin. Leider ist meine Traglast nahezu erschöpft. Wir bekommen nachher noch tolle Sachen. Ne, du warst nicht leer, ne? Jawohl. Was? Als ob ich mir Geld entgehen lasse, hallo? Ein gewöhnlicher Seelenstein ist gewöhnlich gut. Okay. Ich habe ja echt viele kleine Tränke, 13 Stück. Das heißt, oh, das Ziel ist für 3 Sekunden gelähmt und ich habe nur eins davon. Ah, es ist schwaches Gift, ja gut. Das heißt, viele starke Gegner könnten mir widerstehen.
Was habe ich denn hier? Okay. Okay, okay. Und hier mein Wesen, den ich niemals aufgeben werde. Niemals meinen Feuerblitz. Stimmt, die Laterne. Und wir sind schon wieder top unterwegs. Deswegen gib mir lieber einfach richtig viel Cash und gar keine Items mal, weil... Das ist ein bisschen scheiße. Außerdem müsste ich vorher die Items verkaufen und das ist nicht immer der leichteste Prozess. Ah, nee, ich verzichte. Ich würde gern, aber ich muss leider passen. Junge, was ist denn mit euch los? Oh, da bin ich schon wieder unsichtbar unterwegs. Oh Mann, das ist auch so genial, aber ich kann es leider nicht mehr... Ein Eisenschild, Alter, das wäre so geil. Aber ich kann eh nicht so viel blocken, ne? Ich bin nicht so gut im Blocken. Gewicht 12. Oh Mann, ist doch kacke, ey. Aber ich hab doch sowieso so richtig viel unnötige Scheiße. Zum Beispiel das kaiserliche Schwert. Ah, ja, gut, weg. Jetzt werde ich aber nicht mehr so viel aufgeben wollen. So, da haben wir ein Eisenschild. Ah, ich dachte, er hätte mich schon gehört. Was? Ich habe nicht gespeichert, scheiße. Nee, ich habe echt bei der Spinne gespeichert. Das ist Mist. Ich habe tatsächlich bei der Spinne. Ich habe Scheiße gebaut. Okay, aber ich kann jetzt noch schnell hier hin machen. Ich kann aber auch nirgendwo gut rein investieren. Ich könnte jetzt hier in mein Loch einen Schritt gehen. Hier könnte ich einen Schritt machen und habe schon keine Talente mehr zur Verfügung. Aber kann dafür den hier übelst zerstören. Übelst sick. Und weg mit dir. So, dann lass mich mal in dir etwas ablegen. So richtig pervers, so richtig versaut und eklig. In einer Spinne. Langbogen. Nee, will ich nur ungern abgeben. Also, es gibt zwei verschiedene Fellrüstungen. Sehr interessant. Die sind nicht mal viel wert. Haben 4 Gewicht. Ich hoffe, ich müsste mal für längeres nichts ablegen. Es lockert sich. Wow, der war voll impressed. Scheiße, wow. Stimmt, der hatte nichts Gutes an sich. Ja, ich muss halt öfters mal speichern. Ich bin dämlich. Ich bin kacke dämlich. Dämlich wie Sau. Genau, empty. Alles leere Kacke. So, was kam jetzt? Es kamen nur noch die Draugs und... Ja, genau, hier war ich dann wieder. Ist alles cool. Halt, ich darf die hier nicht vergessen. Ich hoffe, der bekommt mich echt so gar nicht mit, Mann. Oh. Er ist dumm. Er ist dumm. So, du gibst mir aber dein Eisenschild, Bruni. Ich bin nicht überlastet, aber ganz knapp. Ich bin noch ganz knapp am Stissel. Oh Mann, ernsthaft, das sind so gute Stuff-Sachen dabei. Also. Ja, so passt es. So passt es. Ist super. Na kommt, ihr dummen Hunde, ey. Wo ist der andere Kollege? Da ist der werte Kollege. Oh nee. So, ein bisschen aufpassen, ne? Ich kann gar nicht leveln, scheiße. Ja, okay, ich habe mich selbst zerstört gerade. Heißt, ich kann nur noch so Tränke konsumieren. Die heilen echt richtig viel, muss ich ja schon sagen. Die Stelle ist auch gar nicht mal so scheiße. So schwach. Jetzt sag nicht, dass ich schon wieder
Ah, okay. Boah, okay. Ich dachte, mich hätte es auch erwischt. Ich wollte die nämlich genauso austricksen. Gut. Damit wäre die Sache auch schnell erledigt. Der andere, den hat so weggefetzt. Der wurde so vernichtet, dass ich den Typen nicht mal mehr finden kann. Den haben sie aufgelöst, Mann. Was ist denn mit dem los? Oh, Leich. Ist sie besser? Sieht auf jeden Fall krasser aus, finde ich. Deswegen übernehme ich die. Wie schnell wir wieder krasse Sachen finden. Ich meine, guckt sie euch an. Einfach mal. Wow. Wow. Okay, also 125. Und wie viel? 30 Gewicht. Heilige Scheiße, die wiegen richtig viel. Die sogar 35. Oh, Dafür. Dann haben wir 12 weg. Ach, fuck off, weg damit. Ist ein bisschen schwer, sich davon zu trennen. Ehrlich zu sein. Ne, der eine ist echt, Oder liegt der hier hinten? Ist der das? Alter, ist der weggeflogen. Heilige Scheiße. Gut. Ich glaube, das Eisenschild müsste ja auch schwer sein. Also würde ja auch nur Sinn machen. So, der Typ da vorne, der kann richtig eklig werden. Da auch wieder diesen Trick anwenden. Jagdbogen. Also euren besten Bogen, den ihr gerade am Start habt. Ihr müsst nicht meine Schießkunst großartig geskillt sein. Ein ruheloser Draug ist echt nicht schwer, aber der Typ kann am Anfang ein bisschen unangenehm werden. Vor allem, wenn ihr weiterlauft und ihr habt diese zwei Typen noch auf dem Hals. Am Halse meine ich so. Dann, so, 13. 13, ja. Macht also keinen Unterschied. Und weg ist er. Ja, ausnahmsweise mal in First Person. Das mumifizierte Stück Scheiße hier hat auch noch ein bisschen Cash dabei. Wir sind jetzt auch schon bei 500. Das ist schon mal richtig stabil bei... 5000 waren es. Wo man die Bude bekommt. Ich wusste, siehst irgendwie ein bisschen kacke aus. Los, block doch! Also ich sollte einfach mal wirklich schnell... Ja, danke. Endlich. Gesundheit, schätze ich mal. Nee, Schaden ist eigentlich fast schon wichtiger. Aber ich kann gar nicht Schaden pushen, fällt mir gerade auf. Ja. Blocken habe ich viel zu wenig geskillt. Also geht nur Moloch. Also einen habe ich schon mal beseitigt. Eliminiert. Und eine Kill-Move. Shit's going real. Fatality. Oh, ein Granatstein. Geil. Geil, hast du Eis. Weg damit. Im alten Nordbogen macht auch keinen großartigen Unterschied. Nordwaffen sind eh kacke. Es sei denn, das sind diese aufgepimpten, die man später machen kann. In dem Skyforge, also Himmelsschmiede. Boah, das da ist echt tödlich auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Deshalb Vorsicht walten lassen wieder. Kann man doch... So. Oh Gott, man muss hier aufschließen, nicht im Ernst. Heiliger Buddha, steh mir bei. Ach du Scheiße. Oh Mann, nein. Oh Gott, nein. Man muss schließen und aufschließen und hast du nicht gesehen und wieder scheißen und... Was ist denn jetzt passiert, Mann? Ich war ja so knapp dran. Jawohl. Da war's doch. Okay, wir haben gute Sachen, gute Sachen, gute Sachen. Nee. Ich darf halt echt nicht... Ich muss wirklich aufpassen mit meinen... Fund, den ich gerade mal drunter liege. Hier kann man die auch durchlocken und sterben lassen. Ist auch eine Empfehlung. Oder viele Gegner hier wieder zurücklocken. Ach scheiße, mir fällt gerade auf, dass ich sowieso... jetzt Schluss machen sollte. Deshalb danke fürs Einschalten, Freunde. Man sieht sich dann hier beim nächsten Mal. Und ja, der Falke sagt auf Wiedersehen. Ciao.